Leute, was geht ab, Leute? Hier starten das Video mit Sierra. Ich brauche noch ein Shiny Sneeble, Krypto. Dann geht's auf. Und dann geht's weiter zu meinem X-Ray. Und noch nicht. So, am X-Ray angekommen. Ich glaube, das ist dieses Teil da vorne. Nennt sich Kunst. Und deswegen ist ein X-Ray wegen dieser Grünfläche hier. Oh mein Gott. Mach gerade die Arena platt. Macht zwar keiner eigentlich mehr, aber ich brauche die Arena-Punkte. Das neue Buddy-System ist bereits draußen seit gestern Abend. Und ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wen ihr als Buddy genommen habt. Und ihr könnt mal raten, wen ich als Buddy genommen habe. Wir machen jetzt den X-Ray hier und dann sammle ich noch ein paar Geschenke und dann gehen wir heim und quatschen ein bisschen über das Buddy-System. Da sind wir wieder, Leute. X-Ray vorbei. Ich habe nicht gefilmt, weil ja, da saßen Leute neben mir. Nur zwei, also mit mir drei, beziehungsweise vier, weil mein Kleiner noch. Aber also erstmal, das war der Raid vom Gen 1 Starter Event Raid Day, wo ich ja nur die Raids gemacht habe für die Einladung. Ich hätte sogar noch eine bekommen, aber auf der Arena war damals ein 4er Raid drauf. Konnte ich nicht alleine schaffen, also habe ich den ausgelassen und der hat natürlich ausgelöst. Und halt der hier, das war der letzte, den ich gemacht hatte an dem Tag. Und der löst halt eigentlich sehr selten aus, aber hat diesmal ausgelöst. Wir waren zu dritt dort, aber natürlich irgendwie waren wir dann aber 7-8 in der Lobby. Also die Quote steigt, 50% nicht mehr legit. Aber was heißt legit? Heutzutage ist keiner mehr legit. X-Rate habe ich hier neben mir eingeblendet. Zum ersten Mal Wetterboost sogar. Über 3000, aber natürlich schlecht. Wir haben noch keinen guten. Wir kriegen wahrscheinlich erst einen guten, wenn er nochmal kommt in Shiny. Dann gönnen wir uns auf jeden Fall. Schauen wir mal, was ich jetzt mache. Update übrigens zu meinem Fuß. Wer das Video nicht gesehen hat, der sollte das erste Video heute abchecken, weil heute packe ich, glaube ich, zwei Videos raus. Denn das Video hier ist ja der Vlog von heute. Der kommt eigentlich morgen, aber dadurch, dass wir über das Buddy-System noch reden, weil sonst sind die Infos zu alt. Aber Füße geht's besser. Gestern Abend, da waren sie tot, ich konnte gar nicht mehr gehen. Also mein linker Fuß ist wieder normal, aber beim rechten, da zieht es noch ein bisschen. Ich habe immer noch keinen Plan, was das war, aber es geht schon besser auf jeden Fall. Yo, was geht, Leute? Wir sind zurück. Es ist schon 21 Uhr. Ich habe ein paar Sachen erledigt, ich musste noch arbeiten und dann habe ich auch eine Menge geschlafen. Denn ich bin leider immer noch nicht ganz topfit, aber es geht schon. Also, Buddy Adventure. Sehr nett. Gefällt mir sehr. Wobei, gefällt mir sehr, ist übertrieben. Ich finde es witzig. Ist nett, auf jeden Fall. Bin ich jetzt so übergehypt? So, boah, geil, geil. Herzen füllen, Herzen füllen. Nicht wirklich, ne. Aber es ist nett. Ich blende hier mal eine Tabelle ein. Und zwar sind da die verschiedenen Stufen und wie viele Herzen man braucht. Und natürlich auch noch die Boni, die man erhält für die verschiedenen Stufen. Stufe 2 gibt es ab 70 Herzen. Der Bonus, der dann freigeschaltet wird, ist, dein Buddy hilft dir beim Pokémon fangen. Und irgendwo habe ich genauer gelesen, dass ein Ball, der abgewehrt wird, wird von deinem Buddy wieder draufgeschmissen. Was an sich echt eine verrückte Idee ist. Aber extrem cool und wichtig wäre es halt bei Raids. Premierbälle, man hat nur eine begrenzte Anzahl. Klar, jetzt mit Freundesbonus und so hat man eigentlich meistens immer genug, aber stellt euch vor, okay? 100er. Letzter Ball. Ihr schmeißt drauf, er wehrt es ab. Dann kommt euer Buddy und schmeißt ihn zurück. Und dann fangt ihr ihn. Was wäre das für ein episches Video? Ich weiß nicht, ob das bei Raids funktioniert, aber wäre echt verrückt. Außerdem findet euer Buddy ein paar Items für euch. Wahrscheinlich irgendwelche Getränke und Bälle und sowas. Bären. Stufe 3. Ihr braucht 150 Herzen. Hier steht, euer Pokémon lässt euch über interessante Orte in der Nähe wissen. Ich weiß nicht, was interessante Orte sein sollen. Oder was man dort machen kann oder was dort passieren wird. Weil was ist denn interessant, bitte? Was ist ein interessanter Ort? Und dann kann es euch noch irgendwelche Souvenirs bringen. Und auch hier weiß ich gar nicht, wohin die Souvenirs kommen. Kommen die in deinen Beutel? Oder was macht man mit denen? Dann Stufe 4. Bester Kumpel. 300 Herze. Übrigens, man kann 20 am Tag machen mit einem Pokémon. Das heißt, man bräuchte mindestens 15 Tage, um einen besten Kumpel zu machen. Der kriegt dann die Schleife. Die kann dann jeder sehen offensichtlich, der euer Profil anklickt. Und eben den CP-Boost, WP auf Deutsch. Dadurch wird er stärker und hält mehr aus den Kämpfen, steht da. Das ist wohl wahrscheinlich das Interessanteste für alle. Jetzt habe ich noch gelesen, also erstmal, es gibt noch ein Item im Shop. Und damit soll man
Also normal kann man erstmal die 10 Herzen füllen und irgendwie kommt man noch in diesen Excited-Modus, wo man dann jedes Herz doppelt füllen kann. Also so kommt man auf die 20. Ich war im Excited-Modus und habe ein paar Herzen doppelt gefüllt, aber ich weiß nicht, wie ich da hingelangt bin. Ich habe gehört, jetzt mit diesem Item, das man kaufen kann, dieses Brot für 100, damit soll man in den Excited-Modus kommen, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ich gebe keine 100 Münzen dafür aus. Also man kann auch irgendwie ohne dahin kommen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht hatte. Ich war bei 9 Herzen. Ich dachte mir, okay, wenn ich das 10. voll mache, dann kommt die 2. Stufe, wo ich die Doppelherzen voll mache. War aber nicht so. Auf einmal waren die Doppelherzen da, bevor das letzte Herz voll war. Dann habe ich schon mal die Doppelherzen voll gemacht. Also jede Aufgabe einfach nochmal. Also ich habe, glaube ich, 17 Herzen jetzt, anstatt 20. Weil dieses Doppelteil ist wieder weg. Keine Ahnung. Wir werden es noch genauer erfahren. Schreibt unten in die Kommentare, mit wem ihr rumlauft und mit wem ihr eure Freundschaft intensiviert. Ich habe doch gar nicht gesagt, mit wem ich rumlaufe, oder? Es ist Mewtwo. 100% Shiny Mewtwo natürlich. Aber wahrscheinlich mache ich das mit allen, mit denen ich viel kämpfe. Auch mein 100er Shiny Lucky Kyogre. Einfach von jedem Typ meinen. Auf jeden Fall, das war's wieder von mir, Leute. Ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Brot haltet im Shop. 1 Euro, 100 Münzen. Gönnt ihr euch das? Oder findet ihr es eher Abzocke? Man könnte meinen, das kommt eher schlecht an und die Reaktion wäre, wow, Niantic Geld geil und wie ist das? Aber überraschenderweise habe ich viele gesehen, die das direkt gekauft haben und sehr begeistert davon waren. Das ist, glaube ich, dieser Game-Effekt, wo man seinem Haustier, seinem Spiel alles gönnen will und kaufen will. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja sozusagen dein Buddy. Du willst ihm das Bestmögliche bieten und sowas und füttern und sehen, wie er sich freut. Ich glaube, da hat Niantic die Leute psychologisch irgendwie am Haken. Und die Leute geben da sehr gerne Geld aus. Kleiner Einschnitt, Leute. Und zwar soll der WP-Boost 5 Level sein, sprich eure Level 40 Monster, die gemaxt sind, werden dann auf Level 45 geboostet. Und hier als Beispiel wird Despotar genommen, dessen WP würde dann über 4000 kommen. Wow. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.